Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Schwert. Ja, hat einige Zeit gedauert, dass ich wieder was mache, mitunter persönliche Sachen. Ich weiß eigentlich auch gar nicht mehr, in was für einer Arena wir sind. Ich glaube, das ist eine Kampfarena, weil wenn unser Vogel-Pokémon hier so geschwächt ist, dann ist zumindest sinnvoll. Ja, ich sehe hier gerade, wir haben noch ein paar Pokebälle, die wir nicht angeguckt haben. Riesige Kanne. Achso, ja, das ist für dieses neueste Pokémon. Aber bei uns haben ja alle irgendwelche Items. So, Fliegen. Erlernbar. Okay, Giftschock. Dass Reflex kein Giftschock lernen kann, ist schon seltsam. Ja. Vogelfossil, Paddelfossil, Steinknochen. Okay, ja, dann machen wir uns weiter auf in diesen Bumpercars. Wir sind in der Arena, wenn ich es richtig weiß. Und wir haben diese komischen... Bumpercars, wo ich per Drehen steuern muss. Ah, okay. Muss hier rüber. Muss man auch erstmal wissen. Also das ist eine nette Sache, aber das hier, das, man hat kein Penalty, ich weiß nicht. Wirkt ein bisschen unfrei, da wirkte das mit den Schafen schon ein bisschen lustiger, weil... Weil da hat man wenigstens den Punkt gehabt, dass wenn man es richtig gemacht hat, man einfach, ja, man hat Gegner umgangen, beziehungsweise man musste nicht gegen irgendwelche Leute kämpfen, aber hier ist es ja nur so eine Art, ja, noch nicht mal ein Minispiel, du hast ja kein Penalty, also nicht, dass du es irgendwie erneut versuchen musst. Na, oh. Irgendwas stimmt gerade hier nicht, aber... Na, was sagst du zu dieser Arena-Mission? Wie in einem Vergnügungspark, oder? Ja. Wunderlich. Fällt mir auf, ich hatte eigentlich vergessen, die Tür zuzumachen. So, Arena... Was? Arena-Trainer? Ich habe Leiter schon gelesen. Arena-Trainerin Kathleen fordert dich heraus. Sie setzt Porenta ein. Das ist aber das neue Porenta. Ist das denn jetzt Kampf? Ja, es muss Kampf sein, weil Bohrschnabel ist sehr effektiv. Jetzt mal Bohrschnabel ein. Genau, ah, okay. Ja, Scanner ist sowas wie Schutzschild, aber ich weiß nicht, was da nochmal der Nachteil war. Da gibt es ja immer einen Nachteil. Okay. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich habe mir die Videos nicht angeguckt vom letzten Mal. Aber ich denke, wir kommen hier eigentlich ziemlich gut durch. Was für ein toller Kampfstil. Man spürt, dass du total im Gleichgewicht mit dir selbst bist. 3000 Poké-Dollar. Okay. Dann gehen wir das nächste an. Ich hab irgendwie... Okay. Jetzt verstehe ich. Das treibt dann nicht hoch genug, deswegen muss man hier hin. Das wird dann wahrscheinlich ganz hoch schießen. Und da kann man dann hier durch, ja.
perfekt nicht. Ich bin zwar falsch rum angekommen. Ja, ist das der letzte Trainer? Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Trainer. Ja, dann kämpfen wir halt gegen den. Ich dachte, das wäre so ein Türsteher. Unsere Aufgabe ist es, alle unvorsichtigen Arena-Challenger zu besiegen. Wäre cool zu erfahren, wenn irgendein Arena-Challenger hier versagt, dass man so nach dem Motto, ja, okay, der hat jetzt der hat versagt, wir können nichts machen. Oh, lass mich raten, der hat Kikli und Nocturne. Weil das sollte am meisten Sinn machen. So, Erfahrungspunkte erhalten. Ja. Wechseln wir aber trotzdem mal das Pokémon. Ich glaube, ich würde den hier auch mal ein bisschen trainieren. Kriegt ja doch mehr Erfahrung, wenn er direkt am Kampf teilnimmt. Und ich glaube, ich werde auch noch ein Pokémon auswechseln. Okay, Patronenhieb. Tief, aber das ist das Problem. Es kann ganz knapp einen Kill machen. Weil wir haben ihm gerade so knapp 50%. Ah, okay. Das ist die Chance auf High oder Low. Also Attacken machen nicht immer den gleichen Schaden, also ein paar spezielle, die explizit den gleichen Schaden machen. Ja, das wird mir meine eigene Zeit, das habe ich natürlich erinnert. Ich bin schon alt und vergesslich. Ja, ich glaube, kann man in der Arena, man konnte glaube ich jederzeit irgendwie Pokémon auswechseln. Aber ich wollte. Weiß nicht, warum ich das hier wollte. Pokémon bewegen. Ich nicht irgendwie auf meine Box zugreifen. Was ist das? Pokémon. Ich glaube, das ist das. Dann kann ich während einer Challenge doch nicht drauf zugreifen. Ne? Schade. Ziel erreicht, du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich weiß, ihr habt die Arena-Mission alle schon gemacht, aber wenn ich mich erinnere, was die erste war, das war das mit diesen Schafen, die zweite war das Wasserspiel. Wie viel habe ich eigentlich schon? Liga-Karte, mal gucken. Ich habe 3. Das bedeutet, was war das Feuer? Oh, ich muss mal nachgucken. Ich muss mal nachgucken, was die Feuer-Challenge nochmal war. Ich weiß, die Wasser-Challenge war das mit den Pipes. Die Pflanzen-Challenge war das mit den Schafen. Boah. Ihr könnt mir ja gerne als Kommentar das drunter schreiben. Ich denke mal, das wird... die Feuer-Challenge war das mit dem hohen Gras. Das war eigentlich auch cool. Man hat dann, sag ich mal, zu zweit versuchen müssen, das Pokémon zu fangen. Das war interessant. Willkommen, Arena-Challenger. Ich bin Seida. Wird dein Herz unerschütterlich bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz einer wahren Kriegerin hast. Oh ja, hier können wir ja wieder Giga-Pokémon aufbauen. Arena-Leiter fordert dich heraus. Capoeira! KKKKK! Kano Fix! Ja, die wird nicht mit Capoeira Dino maxen, deswegen. Die machen ja immer mit ihrem Signatur-Pokémon, beziehungsweise mit dem
mit dem Regions-Pokémon. Mein Gott, ich hab vergessen, wie die Region heißt. Okay, 3 Level Up. Mr. C hat auch ein Level Up. Das ist auch gut. Und Snom Nom. Ich weiß nicht, warum ich Snom Nom bin. Finde ich die Entwicklung so super. Andagro. Nee, machen weiter kämpfen. Ich glaube nicht, dass das hier. Oh je, das. Das ist Unlicht auch noch, glaube ich. Unlichtkampf? Bin mir da nicht sicher bei dem. Oh. Schlecht. Okay, gut. Weil. Mal sehen, ob er eine Beere hat. Okay. Das war eine knappe Kiste. Wenn der angegriffen hätte. Gut, knapp. Tut mir leid, wenn ich es überdramatisiere. Knapp wäre es bestimmt nicht gewesen. Aber. Laucht der Lord. Oh, das ist die Entwicklung von Porenta. Das wird sie sicher Dynamaxen. Da bin ich mir schon fast sicher. Deswegen setzen wir Dynamax ein. Dem Riesenvogel. Ich gehe davon aus, dass sie das auch macht. Oh. Nein, sie setzt Scanner ein. Okay, krass. Ich wusste nicht, dass das so geht. Irgendwas stimmt mit meinem HDMI-Seite nicht. Ich verliere immer wieder das Bild, aber zum Glück ist das nichts, was ihr mitbekommt. Okay, ich habe jetzt ein Problem. Ich habe kein Dynamax-Pokémon, oder mein Dynamax ist etwas früh. Ich dachte, sie setzt Dynamax ein, aber. Selbststandhaft, wir geben gemeinsam unser Bestes. Ich dachte nicht, dass Machomai ihr Haupt-Pokémon ist, aber. Ich dachte eher Lancelot. Genau, dann schlagen wir ihm alles kaputt. Ich zolle deiner Stärke Respekt. Okay, der hat einen Special Dynamax, wie ich gerade sehe. Man sieht, dass seine Hände sind. Das Problem ist, dass mein Dynamax jetzt hier vorbei ist. Das ist interessant, meine Initiative ist schon dreimal gestiegen von der Dynamax-Attacke. Das wird jetzt nicht schön. Müsste immer noch schneller sein. Zum Glück zieht es fast genauso viel ab. Ja, wie gesagt, das ist mit einem Flug-Pokémon ziemlich einfach gewesen. Und dann noch ein Psycho-Pokémon dabei, das ist so Psychokinese, ja. Dann haben wir Spiegelcape, Kotter Spezialattacke des Gegners mit doppeltem Schaden, Reflektor, die 5 Runden den Schaden von physischen Angriffen. Hier nehmen wir den Reflektor weg. In so einem Playthrough finde ich persönlich, gerade wenn man mal wirklich casual spielt, so wie ich gerade, dass man wenig darauf
Ja, dass man wenig Probleme hat. Konnte den Kampfgeist seiner Pokémon deutlich spüren. Ich danke dir für diesen Kampf. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz bewegt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Hält sie sich den Arm so? Das sieht so aus, als hätte ich sie schwer verletzt. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 40 fangen. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes Erlebnis für euer Herzen stärker werden lassen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Saida, Enavi. Mit Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM, bitteschön. TM 42 Vergeltung. Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Schaden durch das Ziel erlitten hat. Eine unserer Uniformen bekommst du auch noch obendrauf. 5 Uniformen. Kämpferorden hast du dir redlich verdient. Nur weiter so, einer wie. Boah, es ist gerade unspielbar, weil irgendwie HDMI bei mir kaputt geht. Richtig doof. Was für ein starker Trainer. Ja. Da. Ich habe übrigens mit der Entwicklung von dem hier gekämpft. Dann, ich stand selbst kurz davor, die Highland Challenge einfach aufzugeben. Aber dich und deine Pokémon kämpfen zu sehen, hat mich überzeugt, weiterzumachen. Juhu. Ich bin ein neuer Fan. Oh mein Gott, lauter Pädophile. Mit einem Schwerball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je schwerer es ist. Ein absolutes Muss für Freunde von Pokémon, die einiges auf die Waage bringen. Faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Was für ein starker Trainer. Geschafft, du hast gewonnen, du bist echt ein Knaller, Henry. Das bedeutet, wir können uns mal hier angucken. Die Geistuniform, das sind die, die wir kaufen können. Stahl habe ich mir so gekauft. Gibt's hier? Möchte ich den Einkauf beenden? Ja, danke für deinen Besuch. Hier kann ich mich hier umziehen. Herzlichen Glückwunsch, das waren so die Menschen. Willkommen im Poké, was möchtest du? Okay. Poképuppe, Paraheiler, Beleber, brauchen wir gerade nicht so. Wie viele Beleber habe ich? 11. Ja, gut. Damit kommt man schon klar. Victory Station, okay, nee, das ist das Falsche. Kann ich jetzt Pokémon austauschen? Ah, da unten. Ich habe nämlich eigentlich vorgehabt. Ah, das mitzunehmen. Warum auch immer ich das nicht getan habe. Ich bin mein Team, aber so ist jetzt erstmal okay. Wir sollten eigentlich, Moment, überblicken wir das nochmal. Wir sollten eigentlich einigermaßen gut klarkommen. Wir haben Flug. Oder? Das wird glaube ich noch ein anderer Typ. Es ist bisher Flug, Wasser, Käfer Psycho, Gestein Feuer, Elektrogift und Stahlgeist. Ich weiß nicht, ob Kranowitz nicht zu Stahl wird, wenn es sich weiterentwickelt. Ich meine, sollten wir mal nachgucken. Wird weit oben sein, da. Hier haben wir das. Raupi brauchen wir nicht. Mabula kennen wir auch. Das wissen wir noch nicht. Aber das sind die Post-Pokémon.
wollte ja eigentlich auch. Ah, ich glaube, ich wollte alle Evolutionen von den Dingern mal haben. Von den neuen, einfach mal damit man sieht. Und sowas wie das hier ist. Das entwickelt sich, glaube ich, gar nicht weiter. Muss auf jeden Fall mal anfangen, auch mehr zu fangen. Oh, da habe ich WhatsApp. So. Okay, aber wir haben ja jetzt Aspekt beziehungsweise unseren vierten Orden erhalten. Wollwoll. Ach, das ist die Sania. Ah, ich glaube, mein Voll, die mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Pasbek, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Galar Region. Dass ich das vergessen habe. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Bumm. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Handelt es etwa von der antiken Stätte? Na, lass uns nachsehen. Komm, Woldi. Ja, geht ihr schon mal vor? Ich gehe kurz ins Pokémon Center. Meine Pokémon versorgen. Und ich denke, wir. Oh, ist das laut. Ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasse gekämpft, danke. Hast du die Explosion nicht gehört? Egal. Ich denke, ja, wir werden nächstes Mal erforschen, was da oben los ist. Ich denke mal, wer immer das ist und gewartet hat, bis wir mit unserer Arena-Challenge fertig sind, der hat auch noch die 5 Minuten, die wir brauchen, um zum Pokémon Center zu gehen. Also, ist doch verständlich, oder? Auf jeden Fall wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann noch beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen!